Beim Exile, wir haben vorher schon, ich habe vorher aufgenommen schon mal einiges zu einem Kackmensch. Ja, genau. Wir sind hier am LP Together, ist das die richtige Präposition, aber scheiß drauf. Wie sieht's denn aus? Wer ist denn dabei wieder? Deutschland. Niemand. Wir sind alle psychisch kaputt gegangen. Ja, meine Kamanossis sind dabei. Du meinst wohl, du steckst dir Würstchen in den Mund. Ja, genau. Aber nur kleine. Ja, natürlich, was anderes hast du ja nicht. Ja, stimmt, also halt Kevin, du musst dich anstellen. Was machen wir jetzt? Wir haben irgendeine Mission gehabt zu Prison und zwei, so. Und da zwei. Haben wir auch Waypoint. Ach, und da seid ihr! Wo? Da! Oh mein Gott, er ist da! Wir sind alle drei in einer Stadt, das kann doch nicht. Das kann doch gar nicht wahr. Warte, hab ich dafür einen Button? Das ist das beste Spiel des Jahres. Ja, des Jahres. Okay. 2012. Boom! Ey, wo ist die Explosion? Wir gehen jetzt erstmal ins Prison. Ja, gut. Warte, ich guck mal kurz in mein Inventar. Okay, das habe ich schon leer. Wollte ich nämlich wissen, ob ich das schon leer habe. Letzte Folge gemacht. Ja, ich wusste es gerade nicht mehr. So, da ich kann sogar bis zum Prison travel schon über schnell. Ja, ich erinnere mich auch noch hier an die Umgebung. Ich bin schon seid ihr jetzt in Prison drin oder was? Ja. Hey, ich sehe euch nicht, ihr verdammten Luschen. Noch einmal in deinem wir Leben. Wir sind ja auch nicht mehr in der Party anscheinend. Ach ja, sollten wir vielleicht noch machen, ne? Party. Ich mache heute Party. Machst du heute Party? Warte, Social Screen. Alter, Social. Ja. Ey, brauch ne, Friend. Ah, mein Tee ist schon wieder leer. Wie geht der ganze Scheiß? Invite to Party, so. Ja, danke. Ich mach heute Party, machst du heute Party? Irgendwie ist, der Mich-Servan war nicht da. Ich bin nicht da. Wo ist der? Du bist nicht da. Ich bin grad wie, oh Gott. Du bist nicht dement! Ich bin doch nicht dement, ich hab das noch nicht vergessen. Das sind die Drogen! Ich glaube, okay. Ich hole demnächst mir mal eine mechanische Tastatur und so. Das wäre, glaube ich, echt cool. Musst du nur gucken wegen den Switches, weil die sonst zu laut ist fürs Aufnehmen. Okay. Jetzt habe ich dich überfordert wahrscheinlich, oder? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe auf Gamescom Overwatch auf mechanische gespielt und das war einfach so geil. Ich will auch eine mechanische Tastatur, aber ich habe kein Geld dafür. Aber. Ich weiß nicht, was ihr an mechanischen Tastaturen so geil findet. Ich bleib bei einer ganz normalen. Rubber Dome. Warte, wo ist denn jetzt? Miservan war. Ihr könnt mich mal einladen. Ja, du bist bei mir nicht online. Warte. Ich bin online. Also du bist nicht als mein Freund. Ja, das verstehe ich. Ja, wer will auch dich als Freund haben? Ja, warte. Ja, jetzt ja ist Philipp. Social da, jetzt bin ich verwirrt. Ja, ich bin ja da. Mr. Wann war LP? Mr. Wann war LP? Genau, so. Jetzt müsstest du drin sein. Ich hab einfach voll. Oh ja, ich spür es. Spürst du die Macht in mir? Keine Reaktion. Mm. Das will ich nicht. Es ist schon wieder genauso behindert wie jede Folge. Genauso behindert. Können wir jetzt mal hier weitermachen? Ich hänge hier alleine in diesem Gefängnis, warte. Weißt du, so wie damals? Auf Universität? Ja. Oh, Leute. Jetzt auch mal ins Gefängnis kommen, bitte? Hört auf, bitte. Ja, komm doch in unsere Party rein, du Hund. Ja, müsst ihr mich einladen, ihr Hunde. Das gerade könntet ihr bitte rausschneiden, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Was? Dass mein Vater gerade hier war, falls ihr es nicht gehört habt. Ich hab's nicht gehört. Ich hab okay, gut. Gehört. Gut, dann hab ich das von mir nur weg. So. Dann gab's jetzt bei mir einen kleinen Cut. Ich hab ihn jetzt eingeladen, Mr. Wanda. Ja, ich hab ihn doch schon. War doch schon in der Party, du. Nein! In der Party, ich war doch nur in deiner Freundesliste. Er war nur in deiner Freundesliste, du Mann. Jetzt bin ich schon wieder verwirrt.
Ja, das merk ich. Ja, das merkt, das mag jeder. Ja. Ich gehe jetzt aber in die Stadt eigentlich und dann wieder ins Gefängnis. Genau. So ist es fein. Ah, oh, es ist doch. Doch behindert. Alter, weiß denn jemand den Weg? Es ist doch hier, ne? Was ist überhaupt unsere Mission? Ich hab mich gestellt, ach du, was ist das denn? Gegner. Wie gehen denn nochmal meine Minions? Da ist ein Boss, der tut weh. Ich hab Schnark nicht gebot. So, ich bin aber am Checkpoint. Das ist ja echt ein Boss. Ja, und der haut ganz schön drauf. Der gibt auch die... Der macht hart! Der ist brutal, der ist brutal! Ich will meine zwei Verliebe schwerten. Oh, da ist ein zweiter Knopf. Ich muss auf die Drücken halten, auf die. Ich bin Level up. Ja, hab ich mal gesehen. Ich bräuchte vielleicht dezent mal Hilfe hier. Quatsch. Der da ist überbewertet. Ja, ich krieg schon wieder aufs Maul. Wer kriegt von uns nicht gerade auf? Wir müssen irgendwie am besten auch erstmal sehen, dass wir. Ich bin Level up. Ich bin auch ein Level up, wenn wir den Boss kümmern. Ich spam ja schon cool. Ich spam auch. Cool. Alter. Was brauche ich hier von? I am no beast of burden. So, ein Skillpunkt. Also ein richtigen Skillpunkt. Ach ja, den habe ich auch. Jetzt kann ich hier wieder diesen dezenten Skilltree mir angucken. Night Fist. Also dieser schöne Skilltree. Was wollte ich nochmal genau machen? Ach ja, ich wollte jetzt hier da drauf gehen. So, ich muss dann schauen, was ich hier in den Large Mana Flask. Und dann gehe ich mal Richtung Cold Damage, dass ich ein bisschen Eisschaden mache. Vielleicht. Ich habe jetzt endlich mal eine größere Mana-Flasche, eine zweite größere Mana-Flasche. Yes. Dann brauche ich erstmal so eine Fortis. Es ist Scroll. Hier gerade schon wieder so dunkel. Ne, das Scroll of Wisdom. So, jetzt habe ich komplett Mana. Also ich bin jetzt erstmal auf Flächenschaden gegangen. 7-10. So, können wir weiter? Ja. Können weiter, okay. Unidentified. Jo, warte. Schönes Bett hier, ne? So schlafe ich auch immer zu Hause. Hier fast nichts. Ah, ja. Also das Ding, ja, das ist Gold Resistenz, 8 Energy Chilled, 25 Evasionsrating, 6 to Cold Resistance, das ist der hängt da noch rum? Ja. Ich sollte mir vielleicht mal Mana-Tränke geben, Heiltränke. Oh Gott, ey. Mana-Multiplier ist unnötig. Ja, ich helfe dir mal hier. Ja, ich mag meinen Eisschaden, wenn die alle langsam werden. Ihr seid da eigentlich schon, mein Gott. Wir haben die ganze Zeit am Equipment rauspimmeln und so. Ja, das weiß ich, dass wir mit deinem Pimmel machst. Hör auf damit. Nein, das macht Gott traurig. Wieso? Warte, nein. Oh, Gott Tür. Sieht alles. Er sieht alles, er riecht alles und er schmeckt alles. Ich glaube, das ist Ärger. Du bist so ätzlich. Wisst ihr, wo wir lang müssen? Oder gehen wir hier einfach nur random lang? Wir gehen einfach Einfach irgendwo mit der Upper Prison. Also, lass mal hier hochgehen. Nein. Obwohl, der Upper Prison. Also, wir müssen einmal, Wir müssen mal einmal kurz gucken. Okay, wir müssen erstmal, ganze Map erkunden. Einmal Map erkunden. Ja, wir müssen einmal hier unten rumrennen, weil wir müssen. Haku, das ist ein Haku. Ein Haku? I call you Warrior. Yes, I call you Warrior. Your eyes have already swept your surroundings, identifying threats and escape routes. There is anticipation also in your stance. Deadly focus in the easy ebb and tide of your breath. Ich bin, yours is a heart fight with every beat. I have need of a heart like that. In that haunted place there, a Karun's spirit awaits you. Ich guck gerade Dead Alive an. More than 2 centuries ago. Fallen also, kannst du einfach mal. Bring him to me, so that I might return him to his rightful place. Also wir müssen einen Warrior finden und das ist die Mission wahrscheinlich, dass man Reputation, das heißt. Haku, enter the haunted area. Find the carried spirit. Ach du Scheiße. Ja gut, aber das können wir ja machen, indem wir das Gefängnis erkunden, was wir ja eh machen müssen. Da unten ist so eine Tür. Ja, aber rein. Guck mal, wir müssen eh durchs Gefängnis, weil wir müssen Brutus töten im Gefängnis. Ich bin jetzt an die Tür und die Kamera gegangen. Ja, gut, dass du da bist, wo wir nicht sind. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Kommt ihr mit, oder? Nö, weil wir das Gefängnis erkunden müssen heute mal für
um Brutus zu töten. Das ist auch eine Quest von uns. Das ist sogar noch die erste Quest in der Reihenfolge. Ja. Und dann... Ja, aber ich meine, ich konzentriere mich immer lieber auf eine Quest, bevor ich alle anderen mache. Das ist sonst verwirrend und macht einen traurig. Verwirrend ist es nicht. Also ich meine, das ist dann wie Assassin's Creed, einfach nur verwirrend. Ja, Assassin's Creed kann ich mir jetzt vorstellen. Das ist ja, aber da möchte ich jetzt nicht zu viel zu sagen, weil ich das ja Let's Play und möchte keinen meiner Zuschauer spoilern. Naja. Ja, du hast Zuschauer? Was denn? Ja. Oh mein Gott, nein. Er hat Zuschauer. Tötet es. Ja, und irgendwie hier bei Path of Exile, glaube ich, sogar die meisten. Alles nur wegen mir. Nein, okay. Ja, alles nur wegen der Tittenbonus. Ja, wegen Tittenbonus. Okay, warte, lass mal hier. Bei dem von dir, Philipp. Ah ja, stimmt ja. Ich habe ja C, genau. Falls du es noch nicht wisst. Ja, ja. So klein? 65C. Hm. Oh yeah. Warte, geht die... Okay, die Tür geht wohl... Hier ist die... The Climb. Wir könnten ja auf... hier muss doch irgendwo lang gehen noch. Warte, hier. Kann man da Mach doch mal die Tür auf. Kackmensch. Dann lass mal jetzt nach oben gehen und die, die Tür da nach oben von Prison. Klopf, klopf. Ey, hier waren wir doch gerade. Nee, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Aber hier sind keine Gegner. Das ist langweilig. Oh. Nein, hier sind keine Gegner. Necromancer. Wo man gerade vom Speichel kriegt. Da sind noch mehr Necromancer. Oh, ich hab die erstmal. The Scale West. Boah, es ist jetzt voll verwirrend, dass ich meine Waffen auf, dass ich die auf, nicht auf Tab, dass ich da nicht in mein Inventar gehe oder auf die Map. Also, auf eine große Map, das ist total verwirrend, weil ich in letzter Zeit fast nur Assassin's Creed spiele. Also, bis auf dieser große Raum ist hier nix, ne? Nein. Also, gehen wir zu da unten. Aber geht hier jetzt, hätten wir sie nach unten? Gehen wir zu Climb oder gehen wir zu diesen schönen, Armor-Master? Bleiben hier? Ja, aber, nicht in Prison. Prison ist ja erkundet jetzt in dem Sinne. Ja, das ist scheinbar ja nicht. Ja, dann hätten wir ja Brutus gefunden. Und getötet. Ja, das ist ja... Philipp, nein. Das ist The Cage Brute. Das ist nicht The Prison. You know? Aber da steht Explore the Prison. Und wir sind in The Prison gereist. Ja, aber da unten ist auch... Ja, warte, kommt mal da unten ist auch... Da ist auch ein Upper Prison noch. Ein oberes Gefängnis. Ja, genau, da wollte ich ja jetzt hin. Ja. Eigentlich rum. Ich weiß das. Mein Gott. Nee, du hast irgendwas von unten gelabert. Ja, es geht auch nach unten. Also ja, aber man geht erst... Nee. Hat überhaupt irgendeiner wieder die Zeit im Blick, wann wir... Ja, immer 13 Minuten. Alter, was ist das denn? Ein Diabolist, oh mein Gott! Diablo! Und er ist tot. Das war ja jetzt nix, der Kerl. Ich dachte, Diablo ist... Ja, egal. Hast du schon mal Diablo gespielt? Ja. 10 Stunden, glaube ich, ungefähr. Also nicht nur, nein, nicht Diablo 3. Diablo 3, Reaper of Souls. Nein, nicht Diablo 3, Diablo 2 oder 1. Keine Ahnung. Nein, nur Diablo 2. Nur Diablo 3. Weißt du wohl. Diablo 2, das ist so abfuck schwer. Das habe ich auch noch, das müsste ich eigentlich auch nochmal spielen. Ist das Paradies beim Looten? Ja, außer mit dem Inventar, das macht dann nämlich auch wieder traurig. Ich mag hier. Paradies. Alter, was ist denn hier los? Ja, Diablo. Diablo-List. Der Diablo-Kack-Mensch hier, der macht auch wieder Spaß und. Oh, eine Spoiler-Fiste. Ich hab Final Fantasy hier auch ganz schön gespielt, das war so toll. Ja, Japano halt. Ja, genau. Oh Mann! Das kann nicht sein! Ich meine, du hast alles. Du hast allen möglichen Müll auf Ergänzung gespielt, aber nicht Battlefront. Alter, ihr habt keinen Bock auf Star Wars, Alter. Das ist doch so. Das du hast alles. Einfach das Problem ist, weißt du, zwischen seinem Geschmack und unseren ist halt, dass wir welchen haben. Ja, genau. Aber ich meine, jeder kann ruhig sein Japano-Müll spielen, wie er will, ja? Aber ich hab einmal Kingdom Hearts angespielt. Das ist einfach nur so japanisch, dass einem die Augen brennen. Ja, ja. Ich wollte Star Wars Battlefront am letzten Tag spielen. Ich hatte ja ein Aussteller-Ticket am letzten Tag. So, Problem ist, da heulen
meine Kumpel so, wir müssen uns treffen unbedingt und so später und ja, dann hättest du sagen müssen, komm zu EA. Ja, nein, das geht ja nicht. Ja, wir sind so asozial und wir lassen dich jetzt nicht spielen. Fertig aus. Da hätte ich einfach gesagt, leck mich, ich will das Spiel spielen. Ganz ehrlich, das hätte ich wirklich gebracht. Weil ich fahre zu Gamescom nicht nur um mit Freunden zu treffen. Ich würde ja, zu Gamescom fahren zum Zocken und zum Testen von neuen Spielen. Ja klar, ich hatte aber keinen Bock wieder die ganze Zeit mich da rum zu diskutieren. Ja warte, ich muss mal eben mein Inventar ein bisschen leeren. Nächstes Jahr wird sowieso Pressetickets. Dann gehen wir dann Dienstag hin. Wo willst du Pressetickets haben? Wir sind YouTuber, theoretisch ist das eine journalistische Tätigkeit, die wir hier machen. Ja, theoretisch schon. Ja, praktisch sehen die Journalisten das aber nicht unbedingt. Ja, wenn man so... Das würde ich nicht sagen. Du kannst dir für Geld, kann man sich... Alter! Eine Menge Gegner. Ich bin weg. Wenn sie das, Nee, bei mancher Redaktion kannst du sogar für Geld Presseausweisungen holen. Ja, ohne, dass du irgendwas bist. Ja, weil es halt kein offizielles Dokument ist. Na gut, aber es interessiert ja nicht, du hast trotzdem die Vorteile. Ja klar. Gerade Presseausweis und Ausstellerausweis bringt dir nur was, wenn du halt halt sehr früh kommst. Und da werden die meisten halt jetzt die meisten Spieler auch nicht, kannst du nicht anspielen dann. Das heißt, ab 9 Uhr kannst du dich schon vorher anstellen, aber ab 9 Uhr werden erst die ganzen Spiele. Wobei der Vorteil bei Presseausweis, du kriegst ja oft einen Fastpass. Ja klar. Ja, aber das bei EA nicht, bei EA macht... Doch, bei EA... Doch, ich denke auch bei EA gern, ja, werden die einen Fastpass EA haben. Hatte zum Beispiel Schimpanse einen Fastpass. Und der hatte für das wichtigste Spiel von EA genutzt. Star Wars. Ja. Weil ich kann dir jetzt schon sagen, genau wie sich das neue Need for Speed anfühlt. Wie das andere, wie das davor. Ja, gut, Need for Speed muss man sich jetzt wirklich nicht angeguckt haben. Aber Need for Speed... Sagen wir so, Need for Speed ist, mittlerweile ist... Also... Es kommt mittlerweile wieder zum älteren Teil zurück, also zu Oldschool. Also das finde ich. Na, was? Wie willst du das jetzt? EA macht wieder was zurück, das geht nicht. Ja, es ist wirklich besser als alle anderen davor, sagen wir so. Wie als alle anderen? Nein, nicht als alle anderen, aber die letzten halt so, die richtig Müll waren, nach meiner Meinung. Beziehungsweise auch. Deiner, also nach der Meinung von vielen Leuten, ja, genau. Die halt gerne hier liegt noch übrigens sehr, sehr viel Müll rum, ne? Wollte ich nur gesagt haben. Ja, Müll. Ja, Müll. Du sagst es ja. Obwohl, hier liegt noch, ich will das mal durchgucken, weil da sind auch Helme bei und vielleicht sind da ja bessere Helme bei als die wir haben. Ich hab eine Large, Large Life. Ich hab 250 Leben über 7 Sekunden kann ich jetzt regenerieren. Ich hab voll die großen Flaschen jetzt. Also musst du dir vorstellen, wie als wenn ich Silvester was trinke oder so. Alter, hör auf, ja, mit deinen scheiß Alkoholiker-Witzen. Nein, das ist ein Insider, den weiß Mr. Wann war gut zu schätzen. Deswegen habe ich das auch extra angesprochen. Immer toll, wenn in Let's Plays einfach Insider gemacht werden, die keinen Mensch versteht. Ja, das ist, finde ich sehr toll eigentlich. So, ich muss eigentlich mit dem Skillpoint, ich habe nämlich noch einen Skillpoint, ich muss skillen. Warte, wo ist denn irgendwas mit Minions und so? Wie identifiziere ich nochmal hier so? Ja, 19. November wird der Tag meines Lebens. Cool, ich habe eine neue Waffe. Nicht. Du hast keine Berechtigung, dieses Lied zu singen. Ganz ehrlich, du hast dazu keine Berechtigung. Ich habe mir das schon vorbestellt. No. Und ich werde auch zu der Brauche jemanden einfach Zweihänder? Viele Videos mal raushauen. Nee, ich will die weiter nicht spielen. Das geht mir genauso. I am no beast. Zweihänder, die machen zwar viel Schaden, sind aber dafür immer langsamer. Ja, ich gut, mach einfach mit zwei Einhandschwertern ist man schneller und macht durch die Geschwindigkeit einfach fast den gleichen Schaden. Es kommt darauf an, in welchem Spiel. Also in Skyrim kannst du mir keine Einhandwaffen an die Hand drücken, weil da dreh ich durch. Aber ich brauche hier Hilfe, glaube ich. Ja, ich bin gerade an einem großen Baum, 20% increased critical chance for spells. Das ist nice.
Ja gut, das ist natürlich das Beste im Kampf, das zu machen. Was? Einfach skillen oder was? Ja, ja. Macht man eigentlich nach dem Töten. Ja, wenn ihr schon die ganze Zeit immer vorgeht, das ist... Ja, ich wollte das Spiel jetzt nicht länger als Skyrim spielen. Aber wahrscheinlich kann man das hier länger als Skyrim spielen. Ja, das sowieso, aber... Naja, okay, das weiß ich nicht. Es ist ein MMO und... MMOs kann man eigentlich, bis ja, gut, Boden das könnte ich natürlich auch dann bei, Ich bin auch eher ein langsamer Typ, dafür gebe ich, also ja, ich weiß, im Bett. Oh, woher weißt du das denn? Ja. Oh, genau. Ich weiß nicht, dass ich mit dir Ja, ja, das lag am Chloroform. Ach so. Oh, wie bei Family Guy. Consuela, riecht das nicht mit Chloroform? Ja. Nein. Hier sind einfach, glaube ich, zwei Diabolisten, wenn ich es richtig sehe. Ja, ich klopfe dir ja schon um, ja, aber irgendwie habe ich Schnarchen. Ich habe das Gefühl, meine Gesundheitsrecke ist höher als mein Gesundheitsschaden, den ich kriege. Jetzt haben wir mit diesen grünen Raketeneinschläge. So, der Diabolist dürfte jetzt doof sein. Ja, hier ist aber noch einer. Und wenn wir hier gekillt haben, dann möchte ich gerne meinen Skillpunkt verteilen. Ach, der hat ein Schild auch. Also ich bin eigentlich nur der Typ, der hier an die ganze Zeit die Gegner einfriert. Ja, ja, das mache ich auch immer so nebenbei. Oh, ich bin Level up. No Beast of Burden. Ich bin gleich Level up. So, ich bin jetzt Level up. Erstmal meine Gems skillen, dann Skillpoint setzen. Auf Life, 6% maximales Leben, a Playpoint. Das ist schlecht. 6% maximales Leben, das ist... Also mehr. Wieso? Prozent ist doch gut. 6% mehr Leben. Dann gehe ich auf... ich weiß, wo ich lang gehe. Circa plus minus 1000 Punkte. Ja, also unter Brüdern. Bros before host. Ach ja, deswegen konntest du ja gestern nicht aufnehmen, ne? Nein. Oh nein, das ist ein Boss. Ich sehe schon, ich hau drauf. Naja, der Boss ist aber, naja, Ja, er ist ziemlich schon tot, weil wir auch einfach alle drei instant drauf knappen. Naja. Und gar nicht wissen, wie anstrengend das Spiel ist, wenn man alleine ist. Nein, ist der Boss. YouTube ist eine andere Sache, YouTube ist Business. Sagst du und hast wie viele Abonnenten? 24. Von aktiv? 8, 9? Will ich mal zu Schuhfrau. Aber. Okay, hängt aber auch immer von dem Spiel ab, dass man. Ja, genau, hat. Das hängt immer ist von ja dem Spiel ab. Ist ja bei mir auch so. Ob's unterhaltsam ist. Oder nicht. Wie lange geht die Folge eigentlich so mit dem Master? Wir können Leute? Eigentlich theoretisch eine Folge beenden machen. Ja, darf ich hier erst noch töten? Huch! Scheiße! Wir müssen ein Folgenende machen! Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Pfefferwechsel! Haut da rein! Tschüss!